Ja, hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut heute. Heute wieder mal beim Oldtimer-Treffen hier. Beginnt gleich hier mit einem richtig rustikalen Teil hier. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke hier ist. Ja, sieht aber aus wie ehemaliger Osttraktor. Ach da steht ein Typenschild. Ach, hier irgendwo, was ist das hier? In Russland oder was? Ach, fährt sogar auf drei Rädern. Na, wo sie den wohl ausgegraben haben hier, ne? Ach, hier steht auch nochmal ein richtiges Typenschild. Das war auch alles hier in der Kyrill. Wo ist das R? Benzinlampe ist befüllt mit Benzin. Ja, da haben sie auch einiges vor sich, ne, wenn sie den restaurieren. Und in der Anwärmschale kann auch schon Spiritus sein. Die Anwärmschale selber liegt dazu, den Brenner zu erwärmen und dann auch die heiße Flamme für den Bulldog zu generieren. Also, danke nochmal. Daumen hoch, dann sage ich Feuer frei. Ja, das ist so ein Prozedere. Früher hat man das immer so ein bisschen Gas. Deswegen sind die Urlaubs auch eigentlich den ganzen Tag gelaufen. Bis wenn der Bauer mal ein bisschen müde war, dann hat er sich schon gerne auch pinkelig in das und dann hörte man solche Urlaubs schon auch auf dem Hof machen. Ach, guck mal, der sieht doch hübsch aus hier, ne? Schönes Blau, ne? Ja, Güldner mit Ladewagen für die Silage. Wichtig ist auch, das sind sogenannte Vielstoffrohre. Das heißt, sie können auch mit Fassbier umgehen oder auch funktionieren. Ich sag mal Öl, etc. Oh, hier eine alte Gulaschkanone. Auch schon restauriert. Auch zu verkaufen. Oh, David Braun, die sieht man ja auch nicht so häufig, ne? Da nochmal eine Nummer größer hier, David Braun 990. Oh, hier hat einer so einen alten Zirkuswagen anscheinend. Ja, wenn man so ein Ding ausbaut als Tiny House, auch optimal, ne? Ach hier. Hier ist die Bulldog Company zu Hause scheinbar. Ach hier, nee, Pampa. Na gut, das ist ein Lizenznachbau. Denn der Motor kann vorwärts wie rückwärts laufen. Die Maschine hat normalerweise drei Vorwärtsgänge, einen Rückwärtsgang und eine Gruppe. Ich würde mich vorstellen, wenn der andere Schublone dann habt ihr nur einen Vorwärtsgang und der letzte Rückwärtsgang.
treffen, das geht nicht. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst einen Daumen oben, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.